Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Roller startet, den man im Winter abgestellt hat, im Sommer wieder starten möchte und er nicht anspringt. Das zeige ich euch jetzt. Den Roller hier, das ist ein Peugeot, mir fällt der Name nicht gerade hin, Peugeot SV50, habe ich von meinem Arbeitskollegen bekommen. Der hatte dieses typische Problem. Winter abgestellt, Sommer, er will, Sonne kommt raus, er will ihn starten, geht nicht. Was machen wir in dem Fall? Man will das Ding schnell zum Laufen bekommen, man will nicht ewig dran rumschrauben, sondern man will einfach nur düsen, weil man genau weiß, hey, als ich ihn abgestellt habe, ist er noch gelaufen, er hat keine Probleme gemacht. Und ich hoffe mal, dass es bei dem einfach genauso war. Und ich probiere jetzt einfach mal zu starten, ob die Batterie noch Saft hat mit dem Elektroanlasser. Ja, er wollte ganz kurz, jetzt probiere ich mal mit dem Kickstarter. Also man merkt, er will schon ein bisschen, aber wir geben ihm noch ein bisschen Hilfe. Bis gleich. Wir helfen dem Roller hier ein bisschen auf die Sprünge, kommt mal ein bisschen näher. Und zwar ist hier hinten der Luftfilterkasten. Hier ist er ein bisschen versteckt unter der Verkleidung. Aber das ist nicht schlimm, wir kommen sowieso an alle Schrauben ran. Dann löse ich den Deckel und dann schaue ich jetzt, wie es von innen aussieht. Die Schrauben vom Luftfilterkasten habe ich gelöst, sind so ganz, ganz seltsame. Ich zeige es euch mal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Das ist so eine Mischung aus Torx und Schlitzschraubenzieher. Dann gehen wir hier zum Luftfilterkasten. Ich nehme jetzt einfach nur den Deckel runter. Dann müsst ihr hier irgendwie ein bisschen mit Gewalt rausflatschen. Weil ich will die Verkleidung auch nicht kaputt machen. Haben wir gleich. Okay, der hängt vorne noch an dem Gummischlauch, aber das reicht mir, um hier reinzuschauen. Schaut mal hin, da ist der Luftfilter und den nehmen wir jetzt raus. Ganz einfach. So. Und dann zeige ich euch gleich, was als nächstes kommt. Hier gehe ich mal ein bisschen in die Nähe. Den Luftfilterdeckel habe ich jetzt beiseite geschoben. Der hängt oben an dem Luftschlauch noch dran. Das ist der Luftfilterkasten. Okay, er ist ein bisschen versifft, muss man ein bisschen sauber machen. Und hier ist der Schnorchel, der zeigt hier nach oben. Dann werde ich gleich Starterspray reinhauen und die versuchen dann zu starten. Also ich werde jetzt gleichzeitig versuchen, den hier vorne anzulassen, den Elektroanlasser. Und werde hier an der Seite noch Starterspray reinmachen. Das Gute ist, dass der nette Kollege schon direkt eine Dose Starterspray mitgegeben hat. Wahrscheinlich hat er es auch schon selber probiert. Und wir testen das jetzt auch mal und schauen, ob er anspringt. Das ist jetzt ein bisschen gefummelt, hier alles gleichzeitig zu machen, aber kriegen wir hin. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich schaue das Zeug hier rein. Moment. So. Moment, kriegen wir gleich hin. Da noch ein bisschen rein. Versuchen wir möglichst direkt den Schnorchel rein. Okay, das war es auch nicht. Dann schauen wir mal weiter, woran es liegt. Da das jetzt leider keinen Erfolg gebracht hat, ich dachte, das geht ganz schnell und zügig, leider nicht, machen wir weiter und schauen uns die Zündkerze an. Da kommt man her, die sitzt hier im Helmfach. Ist hier ziemlich einfach. Man kommt sehr gut ran bei dem Modell. Kann man hier unter die Klappe reinschauen. Und schaut mal da rein, da ist der Zündkerzenstecker. Die machen wir gleich ab. Moment. So, ist der Zündkerzenstecker. Und da ist die Zündkerze und die schrauben wir mal raus und schauen sie uns an. Hier haben wir das gute Stück. Schaut mal rein. Hier kommt man ziemlich gut ran. Ich gehe hier einfach von der Seite hin. Ihr seht es vielleicht. Ah, doch, ihr seht es auch. Muss den Schlüssel ein bisschen hier reintrommeln. Moment, hab's gleich. Irgendwie will das nicht so richtig. Okay, das ist schon locker, das reicht. Ich kann es jetzt von der Hand mit Hand rausziehen. Oh, und die ist ganz feucht. Das bedeutet, die hat gar nicht gezündet. Schauen wir mal, ob da überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist. Ich habe jetzt den Zündkerzenstecker da lose gemacht von hier. Sieht man es? Ich habe hier von hier lose gemacht und dann unten unter der Verkleidung rausgezogen, weil ich einen Auspuff ranhalten wollte, weil ich Masse brauche. Und dabei ist mir aufgefallen, dass er direkt rausgeht.
Ich werde mal schauen, ob ich das hier hinbekomme und zeige euch gleich, wie es geht. Okay, der Zündkerzenstecker ist draußen. Dann nimmt man hier das Stück ab und dann kann man hier reinschauen. Dieses kleine Stück ist schon ganz schön korrodiert. Deswegen schneiden wir da einfach ein Stück ab. Ich würde sagen, ein Zentimeter oder so reicht. Das geht ganz einfach mit dem Seitenschneider. Und schau es mir mal an. Ja, das sieht gut aus. Und das hier wird dann einfach wieder draufgeschraubt. Oh, zuerst die Gummiverkleidung hier drüber. So. Moment. Und dann kann man das hier draufschrauben. Weil das ist so ein eine Gewindeschraube und die frisst sich ihren Kontakt dann selber rein. Ich mache das mal und zeige euch dann, wie es aussieht. Ich habe das jetzt festgeschraubt hier. Sind wir jetzt zu zweit dran. Der ist jetzt wieder fest, der Stecker. Ich muss den ein bisschen kürzen. Ich halte den jetzt hier an den Auspuff dran, damit ich Masse habe und versuche möglichst keine Gewicht zu bekommen. Und mein Azubi startet mal den Roller. Also man sieht ziemlich deutlich, dass ein Funke vorhanden. Ich schraube die Zündkerze wieder rein und dann probieren wir nochmal zu starten. Gut, Zündkerzenstecker ist drauf, Zündkerze ist wieder drin. Luftfilterkasten ist noch offen. Ich probiere jetzt einfach mal, ob er jetzt startet mit dem Elektroanlasser. Nein, das war es auch noch nicht. Dann suchen wir mal weiter. Da ist das gute Stückchen wieder. Ich habe den Luftfilterkasten jetzt mal rangeschraubt und probiere nochmal zu starten. Vielleicht springt er dann an mit dem Kickstart oder so. Ich habe gerade wieder die Zündkerze rausgeschraubt und die ist schon wieder feucht innen drin. Das bedeutet entweder, dass wir den komplett geflutet haben, den Vergaser, durch unsere ganzen Startversuche, oder dass die Zündkerze einen ab hat und ich mache einfach mal eine neue rein. Habe ich mir schon bereitgelegt da und schau mal, ob es dann klappt. Ich habe jetzt eine neue Zündkerze reingeschraubt, weil die alte war immer noch feucht, obwohl der Zündfunken vorhanden war. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, dass wir die ganze Zeit gestartet haben und alles innen drin feucht war. Ich habe jetzt spaßeshalber einfach mal eine komplett neue reingeschraubt und wir schauen mal, ob es jetzt anspringt. Oder das hört sich doch schon viel, viel besser an. Ich gebe ein bisschen Gas. Man sieht es schon recht deutlich, er springt an, raucht wie Sau. Ich bringe ihn mal raus, lasse ein bisschen laufen, soll ein bisschen abrauchen und melde mich danach nochmal. So kann es gehen. Also, ich bin gerade eine Runde gefahren, der fährt sich richtig, richtig gut. Ganz ehrlich, richtig nice das Teil, also fährt sich super gut. Wir probieren gleich nochmal, ob er anspringt. Und zwar sollte er jetzt ziemlich gut. Vorführeffekt. Bisschen Gas geben, dann kommt er. Also. Läuft wunderbar das Teil. Und bei dem Modell ist es jetzt so, dass es eigentlich nur an der Zündkerze lag. Ist eigentlich ungewöhnlich, weil die Zündkerze hat einen guten Funken gegeben, sie hat gut funktioniert. Einmal Zündkerze getauscht und wir hätten uns eigentlich das ganze Theater hätten wir sparen können mit dem Luftfilter auseinanderbauen, mit dem Luftfilter raus, mit dem Starter-Spray, den ganzen Quatsch. Aber das weiß man erst im Nachhinein. Fürs nächste Mal weiß ich es für mich und für euch als Tipp: erstmal Zündkerze raus, wegschmeißen, neue rein, die kostet nur ein paar Euro. Spart euch aber unglaublich viel Theater. Ich war jetzt hier dran über eine Stunde, fast 2 Stunden, habe die ganzen Sachen probiert, gemacht, getan. Und wenn man eigentlich raus will in die Sonne zum Roller testen, zu nehmen, eine Runde zu drehen, die Sonne zu genießen, da hat man keinen Bock auf diese ganze Schrauberei. Deswegen für euch als Tipp wirklich als nächstes, wenn ihr das Problem habt, Zündkerze raus, testen, ob es daran liegt und dann weiterschauen. Das ist das Einfachste, geht am schnellsten. Und falls ihr noch Ideen, Anregungen oder sonst was habt, einfach schreiben. Ciao!